Hallöchen, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Unsere Bären brauchen wohl noch ein wenig. Das heißt, wir machen uns wieder auf zum Rätselhaus. Und machen dort weitere Rätsel für diesen Part. Damit wir es ein bisschen herauszögern können. Ich bin so böse. Fahrrad, wo ist mein Fahrrad hier? Ja, jetzt kommen ja die Robopuppen. Oh Gott, das wird ja lustig. Du wirst beobachtet. Verdammt, ich hab's gar nicht gesehen, das Blinken. Hinter der Pflanze? Nö. Im Schrank? Nö. In diesem kleinen Schrank? Nö. Unterm Stuhl? Nö. Hier? Auch nicht. Im Fenster? Auch nicht. Da ist er. Was? Woher wusstest du, dass ich mich in der Pflanze versteckt hatte? In der Pflanze? What the fuck? Clever. Du bist hier, um mein Rätselhaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Trete hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Ja, mach das. Ja, ich möchte hindurchgehen, selbstverständlich. Und auf geht's, Robopuppen. Hoffentlich habe ich die ganzen Sachen noch gut im Gedächtnis. Knick, knack, Robopuppe 1, ich bin... Gibst du im Quiz richtige Antworten, erreichst du bald Robopuppe 5. Dort erhältst du den geheimen Code. Robopuppe 1. Quiz. Eines dieser Pokémon setzt Kratzer ein. Welches? Knilz ist es nicht. Knilz hat keine Krallen. Geweiher hat auch keine Krallen, eher nur so Stummelbeine, also ist es ein Kader. Glückwunsch. Richtig. Geh hindurch. Bitte. Ah, endlich mal ein Roboter, der bitte sagt. Klack, Robopuppe 2. Ich bin Robopuppe 1. Quiz, Schwierigkeitsgrad ist so niedrig. Robopuppe 2, Quiz. Welches Pokémon hat der Forscher von Leafeon im Blütenburgwald gesucht? Ja, das war doch ein Knilz. Das hatten wir uns damals auch gefangen, zufälligerweise. Richtig, geh hindurch, bitte. Ja, gut. Klack, Robopuppe 2. Ich bin, für mich zählt nur Geld. Robopuppe 3, Quiz. Was ist teurer, 3 Pokébälle oder ein Supertrank? Also 3 Pokébälle kosten 300 und ein Supertrank kostet 500. Das heißt, der Supertrank ist teurer. Glückwunsch, richtig, gehen durch, bitte. Klack, klack, Robopuppe 4, ich interessiere mich für Schönes. Robopuppe 4, Quiz. Befanden sich in der Fauster Hafenhalle mehr Männer oder mehr Frauen? Männer. Oh, gut geraten. Das wusste ich jetzt nicht. Glückwunsch, richtig, gehen durch, bitte. So, hier ist die letzte. Klick, klack, Robopuppe 5, ich bin der Meister, beste und stolzeste Erfindung. Ich bin Robopuppe 5, Quiz. Von wie vielen Leuten bekommst du in Blütentraum Blumenladen Bären? Ich glaube, das waren zwei, ne? Nein, es war doch nur einer. Klick, klack. Okay, alles nur vorne. Seufz. Ich liebe es. Ich tue jetzt nicht mehr meine Stimme verstellen, das kannst du knicken. Das ist wieder in den Kader. Die Musik taugt irgendwie, keine Ahnung. Da sollte man einen Remix daraus machen. Welches Pokémon wurde in der Pokémon Trainingsschule zum Tausch angeboten? Ich glaube, das war Samurzel, ne? Ja, genau. Weil die anderen konnte man damals noch nicht fangen. Die anderen sind ja auch meistens verwandt, die Tausch-Pokémon. Und ich wüsste keine verwandten Pokémon zu Pandy und was war das letzte, keine Ahnung. Oh Gott. Hyperheiler kostet 500, Superball kostet 600 und ein Beleber kostet 1500, das heißt der Beleber ist teurer. Sie kosten weniger. Okay, hier ist der vorletzte. Wir fanden sie, ja, das waren wieder die Männer. Und hier ist wieder die letzte Puppe. Wie viele Räder stehen bei Radler vor dem Laden? 8, ne? Das müssten 8 sein. Ich schätze mal einfach mal 8. Ah, richtig, cool. Ich glaube, beim Saphir Let's Play bin ich damals nicht weitergekommen. Und dann habe ich damals bei dieser Frage auch im Pokéwiki nachgeschaut. Genau. Und irgendwie habe ich das noch im Kopf drin gehabt. Die letzten 1,5 Jahre. Letzter Meister ist ein Genie. Ich ebenfalls, ohne jetzt angeben zu wollen.
Oh, du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, die Oberpuppen zu konstruieren und mir das Quiz auszudenken. Du bist meine Größe fast ebenbürtig, bis auf ein, zwei Punkte. TM12. Was ist das für eine TM? Kurze selbstgefällige Grinsen von der Backe. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen werden. Zum Grinsen hast du erst Grund, wenn du es geschafft hast. Komm wieder, wenn ich die nächste interessante Installation fertig habe. Können wir noch einmal machen? Ich glaube, noch einmal geht, oder? Ich schaue erst nach, was das für eine Themen ist. Ich schätze, das müsste Verhöhner sein. Verhöhner. Ja, ich glaube, ja, das war Verhöhner. Okay. Dann haben wir den soweit erledigt, den Rätselmeister. Glaube ich zumindest. Ich schaue noch einmal rein, um zu schauen, ob wir noch ein Rätsel machen können. Ich glaube, ja. Und? Ne, okay. Das war's. Fürs Erste. Zwei Rätsel müssen wir noch machen. Aber erst, wenn wir die letzten zwei Orden haben, können wir die letzten zwei Rätsel machen. Gut, was machen wir denn jetzt? Wir haben Rätselmeister erledigt. Wir haben hier die ganzen Routen durchklemmt, ich würde sagen. Wir kümmern uns langsam um den Safari-Zone. Genau, mir fällt immer was ein, um euch zu ärgern. Safari-Zone. Oh, ich bin so böse. Ich habe da schon ein Special gemacht, das heißt, ich werde die Safari-Zone Hey, die Bären sind gewachsen, cool. Vorhin waren sie ja noch nicht so reif. Okay, pflücken wir sie einfach mal. Ach, wie schön. Und tschüss, Kekleon. Bären. Nein, muss Bären pflücken. Ich muss die Bären pflücken. In der Safari-Zone finden wir übrigens eine TM, die im Attack-Booster drin steht, nämlich Solarstrahl. Die soll Tropius erlernen. Bären, diese Amrena-Bären sind zierlich. Möchtest du sie Amrena mit der... Achso, sie sind noch gar nicht fertig. Na gut. Dann gießen wir sie halt einfach noch weiter, ne? Soll ja nicht schaden. Zweimal wieder. Ich habe übrigens immer noch nicht nachgeschaut, ob das eine Auswirkung hat, wenn man die Bären zweimal gießt. Noch einmal. Ich frage mich, wie viele Bären wir dann rauskriegen. Ich schätze, es sind drei oder zwei. Das heißt, ich werde sie dann nochmal pflanzen und dann müssten wir die Riegel eigentlich, also die müssen wir genug Coolness-Riegel haben für unser Voltenzo. Zwirrlicht. Was machen wir denn mit dir? Ich würde sagen, Hitzekoller. Was? Warum geht es daneben? Okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich verpiss mich. Schönen Dank auch, Zwirrlicht. Spielverderber. Tschüss, deine Entwicklung ist allerdings geil. Das ist Zwirrklopp. Nee, was ist die Entwicklung von Zwirrklopp? Zwirrfinst. Zwirrfinst, genau. Vierte Generation Entwicklung aus Zwirrklopp. Wenn man ihnen, glaube ich, ein spezielles Item gibt und dann tauscht. Aber ich kenne mich mit dem vierten Generations Pokémon nicht hundertprozentig aus. Ein paar Entwicklungen weiß ich, aber ich weiß zum Beispiel nicht, welches Pokémon, verdammt, welches weiß ich denn nicht. Verdammt, mir fällt doch keins ein. Keine Ahnung, mir fällt gerade keins ein, was ich nicht wissen kann. Meine Unwissenheit ist, bleibt mir verborgen. Hä? Ich wollte Duffler gar nicht fangen. Na gut, damals ein Duffler. Das kann doch von mir aus in der Box verrotten, soll mir recht sein. Oh nein, mein ICQ ist noch offen. Ich beende mal schnell, nicht dass uns einer noch anschreibt. Okay, jetzt hat gerade dieses Dillblumen gehört, aber egal. Hier müsste es die Stelle sein, genau. So, und dann geht's hier lang und dann müsste das Item hier unten sein. Hier, genau, hier müssen wir surfen und dann befindet sich das Item dort. Nämlich Solarstrahl. Team 22. Okay, Beutel, bringen wir Team gleich unser Tropius bei. Jetzt brauchen wir nur noch die, oder kannst du Tropius schon Sonntag?
Sonntag. Wann macht ihr immer eure Hausaufgaben? Am Sonntag. Stampfer würde ich sagen, ist eher useless. Zauberblatt kann ich noch gebrauchen für Pokémon, die Doppelteam einsetzen oder. Oder wie heißt die Attacke? Sandwirbel. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt können wir ein paar Pokémon noch fangen, wenn wir Lust haben. Wie viele Schritte haben wir noch? Keine Ahnung, wird uns nicht angezeigt. Ja, fangen wir ein paar Pokémon. Hier kann man, glaube ich, Pikachus und Rehorns fangen. Habe ich in Erinnerung leicht. Dodo! Na, was machen wir denn? Ich fange dich einfach mal. Das ist unser Team-Pokémon im blauen Speed-Let's Play gewesen, Dodri. Nur als so als Randnotiz. Und es kann Fliegen erlernen, obwohl es gar keine Flügel hat. Wahrscheinlich tut Dodri einfach zu dem anderen Ort hinspringen. Der macht einen riesen Mega-Jump von Stadt zu Stadt. Deswegen hat er auch so flinke Beine. Aber der Fail ist, Glurak hat Flügel, kann aber kein Fliegen in der ersten Generation. Und Dodo hat keine Flügel, kann dafür aber fliegen. Ich glaube, da wurde wohl etwas vertauscht. Erst ab der gelben Edition konnte Glurak fliegen. Dodo hat zwei Köpfe, die nie zur selben Zeit, sondern abwechselnd schlafen. Während ein Kopf schläft, hält der andere Ausschau nach Feinden. Größe 1,40 Meter. Wie groß seid ihr eigentlich? Ach verdammt, das ist schon wieder eine Kommentar-Bettelei. Wie groß seid ihr eigentlich? Ich bin 1,75 glaube ich groß. Hab mich lange nicht mehr gemessen. Ja, fangen wir mal. Also, jetzt tue ich ein bisschen Zeit totschlagen in der Safari-Zone und fangen ein paar Pokémon, die wir überhaupt nicht brauchen. Nämlich hier wieder ein Rehorn. Ich glaube, das hatte ich sogar auch meinem Team. Allerdings nicht in einem Let's Play, sondern in der dritten Generation hatte ich es schon mal ein Team, also ein Rizoros. Aber Rihornio ist viel geiler. Oh ja. Ah, schon wieder ein Rihorn. Ich fang's einfach nochmal, ist ja egal, wir haben ja genug Bälle. Und die Boxen müssen wir ja eh voll kriegen. Dann fangen wir halt zweimal die gleichen Pokémon. Wir haben noch 23 Bälle, ich glaube, wenn wir die los sind, dann. Ja. Dann reicht's für die Safari-Zone. Wir können auch mit dem Kunstrad hin. Aber ich weiß nicht, was man da für Items kriegt. Habe ich irgendwie vergessen. Falls ihr es genau wissen wollt, hier ist wieder die Videoverlinkung zum Safari-Zone-Special. Okay, muss mir merken. 12:45 muss ich die Anmerkungen einfügen. Na, ich fang jetzt alles, was mir auf den Weg kommt. Oder in den Weg kommt. What else? Auch wenn es nur ein Dodo ist. So, ich speed jetzt ein bisschen, weil es ein bisschen langweilig, glaube ich, ist. Einfach, ich speed jetzt so lange, bis diese Situation einfach vorbei ist, ne? Hallo, Ball? Ball, ich will mein drittes Rehorn. Oder haben wir schon eins gefangen, ein zweites? Okay, jetzt haben wir dann eben ein drittes, beziehungsweise ein zweites, wenn wir noch keinen... Oh, Dodri! Dodri, unser Team-Pokémon im Blau-Let's Play. Im blauen Speed-Let's Play zumindest. Ach komm, knapp. Wenn die Überlegung was ins Team zu tun, werde ich allerdings nicht, weil ich schon im blauen Let's Play es im Team hatte. Dodri werde ich doch nicht. Ich habe keinen Bock so zu taktieren. Mit Näher zum Beispiel. Näher ist die Attacke, die Trainer einsetzen. Trainer setzt Näher ein. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Er näht den Gegner den Kopf zu. So mit Nadel und Faden, ne? Jetzt komm schon, ich speed jetzt. Okay, er ist geflohen. Ich will jetzt die Bälle loswerden. Ah komm, das Mirapla sollte doch leicht zu fangen sein. 5, 4. Ja, okay, jetzt haben wir noch ein viertes Rehorn. Warum gibt es da keine Rizoros? Rizoros müsste es hier, glaube ich, auch geben, wenn ich es in Erinnerung hatte. Oh, wir haben verloren, okay. Gut, dann war es das für die Safari-Zone. Haben ein bisschen gespeedet. Schauen wir uns mal unsere Ausbeute an. Ich glaube, ich speed jetzt ein bisschen zu viel. Ich höre mal ein bisschen damit auf. Aber nur ein bisschen. Okay, wir haben einen Zubat, nicht süße Fallzone gefangen. Ja, diese Pokémon haben wir gefangen. Duflor, Dodo, Rehorn, Dodo, Rehorn, Rehorn. Drei Rehorns. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir ein Rehorn, ein Rizoros oder ein Rehorn hier wollen. Wenn es die vierte Generation wäre, was es allerdings leider nicht ist.
Gut, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Pioberg. Ich will aber noch nicht den Pioberg machen. Ich will das Ganze noch ein bisschen herauszögern. Keine Ahnung warum. Es macht Spaß. Ich hätte nicht speeden sollen in das Fight-Zone. Naja. Schauen wir mal wieder nach unseren Bären. Vielleicht sind sie niedergewachsen. Keine Ahnung, Schnelldüngermittel oder was else. Okay. Ich schaue jetzt noch nach, was wir machen können. In der Hoffnung, jetzt ein bisschen Zeit zu tot zu schlagen. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir ebenfalls. Wir haben mal links. Wir haben schon alles gemacht hier, ne? Wir haben nur noch diesen Punkt nicht gemacht. Ansonsten haben wir hier das Festland komplett. Ja, erledigt, ne? Nur noch dieser Bereich fehlt. Dann haben wir hier das ganze Festland erkundet. Dann fehlen nur noch diese kleinen Inseln wie Xeneroville, Moosbach City und Prachpolis City und Floßbrunn und die ganzen Routen halt noch. Und dann haben wir alles erledigt. Okay, ich quatsch mal wieder zu sehr und zu viel. Ich würde sagen, wir spielen jetzt ganz normal weiter. Allerdings mache ich es natürlich langsam. Damit wir auch schön viel Zeit zu tot schlagen können. So, und gerade aus Fleiß kämpfe ich jetzt gegen die Pokémon, die hier jetzt auftauchen, auch wenn es Wingulls sind. Okay, es sind Tentacher. Nein, ich will ja nicht speeden, ich will ja Zeit tot schlagen. Damit wir den Pioberg im nächsten Part komplett haben und nicht Teil in diesem Part und Teil im nächsten Part. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Genau, das ist der Grund, warum ich jetzt das Ganze herauszögere. Schnell eine Ausrede ist mir gerade eingefallen. Aber stimmt ja auch eigentlich, ne? Ich meine, es ist viel schöner, wenn man den Pyrberg in einem Part hat, als in zwei mehreren Parts am Anfang und am Ende. Ich glaube, ich sollte mal die Position von Lorok ändern und das schwächste Pokémon von unserem Team nehmen. Welches wäre es denn? Es ist Tropius und Ninja Tom. Ich nehme mal Ninja Tom, weil wir Ninja Tom, glaube ich, nicht im Pyroberg einsetzen können, weil es dort zu viele Geister und Unlicht-Pokémon gibt. Oh, Zerschneider! Verdammt, unser Ninja Tom kann kein Zerschneider mehr. So ein schwuler Kack. Ich will, dass Ninja Tom wieder Zerschneider kann. Wahrscheinlich ist da gar nichts. Kann Makuhita Zerschneider? Tropius, Ninja Tom. Ich scheiß einfach mal da auf das, was hier ist. Wahrscheinlich nichts Geiles. Oh, Zitrobeeren. Hier ist auch eine Amarena-Beere, das wäre schön. Amarena-Beere? Nee, Pirsif-Beere. Oh. Was ist mit Amarena-Beeren? Ich will eine Amarena-Beere und keine Vagina-Beere. Hier sind gleich zwei Vaginas. Die eine haben wir gerade eingesammelt und jetzt sammeln wir die andere ein. Ich liebe Pflanzen-Pokémon. Ach Mensch, das ist nochmal eine Zerschneiderstelle. Ich glaube, ich muss mir ein Pokémon holen, das zerschneiden kann. Myroplatz wäre zum Beispiel eine Überlegung. Das ist Gigasorge, was wir gerade bekommen haben. Ich prüfe die Bäume mit Hilfe meiner Pflanzen-Pokémon. Ich bin so wie ein Baumdoktor. Gut, gibt es hier noch etwas? Wenn nein, latsche ich mal wieder zurück und hole ein Pflanzen-Pokémon. Oh, ein perfekter Gegner für Niatom, würde ich sagen. Erstmal schauen, ob es irgendwelche fiesen Attacken kann. Schutzschild. Sandwirbel. Toll. Recht uneffektiv. Okay. Vergiften. Leide. Irgendwie sage ich den Spruch immer, wenn ich Toxin einsetze. Aber es stimmt ja auch, er leidet. Gift ist eine Abkürzung für Leiden. Okay. Oh, Nietenranke. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Auch wenn er so einmal Sandwirbel zuvor eingesetzt hat, jetzt war es das zweite Mal. Aber egal, es geht für den zerfressen. Und nochmal Nietenranke. Spezialattacke von Tuska oder Noctuska. Oder diesem Kaktus-Pokémon aus der 15. Generation, wo ich den Namen gerade nicht weiß. Marakampa jetzt, genau. Pyroberg? Oh, die Geister der Pokémon ruhen. Ruhen deine Pokémon auch? Ja, in den Bällen. Keine Sorge. Gundula, der perfekte Name für eine Hexe.
Hexe Gundula! Okay, chillt, um zu schauen, ob er irgendwas Fieses drauf hat. Erstaunenwelt, eine fiese Sache. Und Verfolgung. Oh, scheiße. Wenn ich jetzt wechsle und der Verfolgung einsetzt, war es das mit Nina Tom. Oh nein. Keine Verfolgung. Sonst hasse ich dich. Keine Verfolgung. Keine Verfolgung. Gut. Ja, wahrscheinlich kommen jetzt Erstaune. Gesichte. Genau, Gesichte war die perfekte Attacke. Und jetzt, wie viele Pokémon hatten die eigentlich? Schade, dass es nicht angezeigt wird. Ab der vierten Generation wird einem angezeigt, wie viele Pokémon der Gegner hat während des Kampfes. Ich mein's einfach mal die Taktik. Absol kann in die Flugattacke. Mit der Flugattacke kann er auch die Geist-Pokémon angreifen. Aber zuerst spiele ich auf Fluchtwert. Und dann erhöhe ich den Angriff. Kennen wir ja die klassische Absol-Taktik. Und falls Absol Schaden kriegt, einfach Erholung einsetzen. Das ist so die Taktik mit Absol. Unser Angreifer. Nein! Oh, zum Glück habe ich den Angriffswert noch nicht erhöht, weil sonst wäre es eine Katastrophe. Wenn Absol jetzt verwirrt wäre und sich selbst verletzt hätte, das wäre vielleicht ein Self-Kill. Nicht selbst verletzen. Okay, gut. Wie viel haben wir es jetzt eigentlich erhöht? Ich glaube, das ist jetzt das vierte Mal gewesen. Warum trifft sein Erstaune immer noch? Es ergibt keinen Sinn. Nicht selbst verletzen. Gut, also mit Absol. Auf Absol kann ich mich immer verlassen. Hatte ich übrigens auch schon mal im Team Absol. In einer dritten Generationsspiel. Ich glaube, das war Smaragd, was ich damals gespielt hatte. Da hatte ich tatsächlich ein Absol im Team. Aber ich kann nämlich nicht entsinnen, wann ich es. Bis welches Level ich es entwickelt habe. Trainiert habe. Ich glaube, das war Level 50 so rum. Da habe ich einmal die Liga durchgemacht und immer wieder ein neues Spiel gemacht. Genau, das war's so. Früher habe ich die Rubin und die Saphir sehr viel gespielt, vor allem Smaragd, oh Gott. Da habe ich immer wieder die Story durchgespielt und dann immer wieder neue Spiele mit anderen Pokémon, also ich fand es richtig, richtig geil damals. Die Rubin-Edition war richtig, richtig, war eine kleine Modernisierung. Ähnlich wie bei Schwarz und Weiß, da wurde ja auch alles komplett neu modernisiert. Mit den Bewegungen zum Beispiel. Die gab es ja in den vorherigen Pokémon-Spielen gar nicht. Sie wurden ja in der schwarzen und weißen Edition eingeführt. Fand ich auch richtig geil. Also, wenn jetzt ein Konfusstrahl kommt, bin ich sauer. Danke. Danke. Wenn ich es anspreche, kommt der Scheiß. Okay, ich bin offiziell sauer. Aber keine Panik. Wir können ja die Verwirrungen heilen. Und zwar haben wir bestimmt irgendwo eine Beere. Die Persimbeere, genau. Perfektes Mittel gegen Verwirrung. Ich glaube, ich setze Erholung ein. Besteht zwar immer noch die Gefahr, dass ein Kokuschal kommt, aber ein paar heilende KP sind auch nicht schlecht. So, und jetzt setzen wir unsere blaue Flöte ein. Noch nicht, nochmal Kokuschal, leck mich doch am Arsch. Das wäre schön, wenn Hyperheiler 2 Status wird ja heilen. Könnte, aber der heilt ja eigentlich dann nur den Schlaf. Mein Pokémon bleibt ja weiterhin noch verwirrt. Okay, jetzt blaue Flöte, damit unser Absol wieder aufwacht. Und jetzt dann nochmal eine Persimbeere. Weil ich keinen Bock habe, dass sich Absol jetzt selbst killt, weil wir den Angriffswert schon plus 6 erhöht haben. So, Absol. So, Absol, jetzt ist es Zeit für deinen Angriff. Wir haben unsere Werte perfektioniert. Du bist geheilt. Das heißt, jetzt wird angegriffen. One-Hit-Kill. Und jede Attacke ist ein Treffer, weil es Aeoras ist. Oh, der hat nur 2. Na gut, dann hätte man gar nicht so arg taktieren müssen, aber egal. Und tschüss, Schuppet. Von Schuppet kriege ich Schuppen in den Haaren. Und Level 37. Lernst du eine neue Attacke? Nö, schade. Aber Absol braucht ja auch keine neue Attacke. Denn seine Attacken passen schon. So wie ich es mir vorstelle. Und nochmal ein Pokémon. Welches ist es? Spannung pur, es ist ein Mirapla, oh mein Gott. Wollen wir Molmerk? Geht es? Ich glaube kaum, dass Mirapla was aber wir können es nicht angreifen, weil Mirapla ja Gift-Pokémon ist. Und Gift-Pokémon können nicht von Gift-Attacken vergiftet werden. Weil sie ja selber schon eigentlich vergiftet sind. Es ist so, als würde man
Feuer mit Feuer bekämpfen. Das Feuer würde sich nur mit dem Feuer verschmelzen. Und nichts bringen. So ist es auch bei dem Gift-Pokémon. Wenn wir das Pokémon mit Gift-Attacken angreifen, dann würde es das Gift nur absolvieren. Und es ergibt keinen Sinn. Normal Mirapla. Ey. Laut der Gegner, die unseren Ninja zum nicht angreifen kann. Ist hier ein Item? Aha. Das ist der Pokémon-Instinkt. Überall, wo es Lücken gibt, sind versteckte Items. Und ein Item. Und sogar ein Item, das wir ganz dringend brauchen. Einen super Schutz. Na, wir haben noch einen Top-Schutz. Ich glaube, ich setze einen Top-Schutz ein. Das passt eher besser. Die nächste Route ist ja ein bisschen nervig. Ein Elixier. Halt AP eines Pokémons plus 10 und zwar alle Attacken. Gibt's hier oder ist es der gleiche Weg? Ja, das ist der gleiche Weg. Okay. Hier ist noch eine Trainerin. Möchtest du wissen, wie stark du bist? Ich werde dich testen. Ey, bist du meine Mathelehrerin oder was? Oh fuck, ich muss eine Mathehausaufgabe heute machen. Nein! Und es ist schon fast wie spät? 7:30? Oh mein Gott. Und ich muss um 10 Uhr pennen gehen. Ich muss dann immer ja mit der Straßenbahn früher morgen fahren und das ist dauert seine Zeit. Das dauert so, ja. Ich bin gerne eine halbe Stunde früher da, sagen wir es mal so. Damit ich meine ganzen Sachen noch vorbereiten kann. Ach verdammt, ich dachte Welser kann irgendeine Erdattacke. Dabei habe ich vergessen, dass Welser noch den scheiß Eisstrahl kann, den wir extra für Wilpkin beigebracht haben und ihn jetzt nicht brauchen. Okay. Logok, komm her. Flunkiff ist ein Stahl-Pokémon übrigens, für die, die es nicht wissen. Und das perfekte Mittel gegen Stahl ist Kampf und Feuer. Na, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können seinen Stahl zerbrechen mit zwei kräftigen Kicken. Wir können ihn begraben mit Schaufler oder wir können ihn verbrennen. Ich glaube, ich entscheide mich für das harmloseste. Den Hitzekoller. Und tschüss, Flunkiff, das wirst du kaum überleben. Jawohl. Senkt zwar den Spezialangriff, aber das juckt mich jetzt nicht. Wenn wir ihnen ein Schlohkraut geben würden, dann würde sein Spezialangriff nicht gesenkt werden. Der würde dann sofort wieder rückgängig gemacht werden. Aber wir haben noch kein Schlohkraut. So, ich glaube, dieses Wasser-Pokémon können wir auch mit Stärke angreifen. Auch wenn unser Pokémon benachteiligt gegenüber Wasser ist, wie zum Beispiel diese Aquaknarre hier, die bis zur Hälfte seiner KP abzieht. Aber es ist Logok, du schaffst dieses Plipper. Dieser Kämpfer lässt sich nicht von einem Vogel besiegen, von einem Pelikan. Moin! Roselia. Perfekte Gegner für Logok, Hitzekoller erneut. Jetzt haben wir zwar einen niedrigeren Spezialangriff, aber ich glaube doch, dass es reichen wird, weil die Attacke ist doppelt so effektiv. Ganz genau. Und Roselia hätten wir ausgeschaltet. Ciao, ciao. Und ebenfalls diesen Asttrainerin. Asttrainerin, also bitte, du bist doch viel zu schwach dafür für eine Asttrainerin. Du hast diesen Titel nicht verdient. Okay, hier geht's weiter. Oh mein Gott. Du hast da aber eine große Sammlung an Orden der verschiedenen Arenen. Zeig mir, was du. Was. Zeig mir, dass du diese Orden auch zurecht trägst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber irgendwie kommt mir vor, seitdem ich wieder in die Schule gehe, kann ich wieder viel besser vorlesen. Weil am Anfang des Let's Plays war es sehr schlimm, habt ihr bestimmt gemerkt. Da konnte ich überhaupt nicht lesen und jetzt kann ich es einigermaßen wieder. Ich habe wieder lesen gelernt. Yay! Und gut, dass wir Schutzschild eingesetzt haben. Jetzt wissen wir, dass Schwalbus unser Ninjaturm killen kann. Und jetzt wechsle ich und tu Gegenmaßnahmen einleiten. Mit Welser. Und ein Schneistrahl wäre nicht schlecht. Also, heute gibt es gefrorenen Vogel oder eine gefrorene Schwalbe. Ja genau, das ist in Wirklichkeit ein Fußballer, der ständig Schwalben einsetzt. Ein Schwalbenboss, ein Schwalboss. Kennt ihr da ein paar Fußballer, die ständig Schwalben machen? Ich kann mich noch an Ronaldo in der EM gegen Deutschland erinnern. Also in der nicht in der letzten EM, sondern in der vorletzten EM 2008. Da hat der Ronaldo sich einfach fallen gelassen.
und einfach so gekreischt, obwohl ihm gar nichts gefehlt hat. Oh nein, Gigasauger. Okay, tschüss, Welse. Vielfach stark. Das fand ich nicht toll und er hat nicht einmal eine Karte dafür bekommen, dieser Ronaldo. Ich mag Ronaldo nicht. Der ist immer so, ich weiß nicht, der spielt Fußball wie ein Arschloch. Schon ganz gut, aber der verhält sich wie ein Arschloch. Muss ich schon sagen. Bei dem geht es nur um seine Fans und so. Und das ist ja auch nicht der Sinn eines Fußballs. Wenn er Fans haben will, dann soll er, keine Ahnung, irgendwie Musik machen oder so. Oder Let's Plays wie der Gronkh und so berühmt werden wie der Gronkh. Was weiß ich. Das muss er selber wissen. Dann heißt sein Let's Play Kanal. Dann heißt sein Let's Play Kanal Ronaldo LP. Oh mein Gott. Mir fällt kein Name zu Ronaldo ein. In Kombination mit LP. Ronalp. Hallo, mein Name ist Ronalp. Und heute spielen wir FIFA 12. Ne, Quatsch, FIFA 13. Und damit fliegen. Ach komm, ich setze jetzt Zauberblatt ein, weil der hat Doppelteam eingesetzt. Nein, ich finde, da ist Depp drauf. Tangelus ist ein Unlicht-Pokémon. Ich weiß nicht, ob es auf Angriff oder auf Spezialangriff spielt. Ich vermute, normalen Angriff spielt Tangelus. Hatte ich schon mal im Team, aber das war schon länger her. Weimar hatte ich auch schon mal im Team, also Violet. Vor XY Millionen Jahren, glaube ich. Vor dem Urknall. Ja, damals gab es schon Pokémon. Das war der Pre-Release von allen Pokémon-Spielen. Okay, jetzt haben wir Sonnentag eingesetzt. Und jetzt trifft Solarstrahl immer beim ersten Angriff. Ach, geiles Sprite. Den habe ich völlig vergessen. Und tschüss, Weimar. Och Mann, der hat noch zwei Pokémon. Na gut, testen wir weiterhin unser Tropius mit seinem Solarstrahl in Kombination mit Sonnentag. Und wir sind schon bei 32 Minuten. Ich glaube, den Part beende ich jetzt gleich. Nochmal Solarstrahl. Wir haben dieses Knackelion aufgeknackt. So, der Sonnentag hält bis zu 5 bis 4 Runden, soweit ich es weiß. Das heißt, wir können es noch weitere zweimal einsetzen. Ach, wie schön, aber gegen Magneton wird es schwer werden, weil Solarstrahl nicht sehr effektiv sein wird. Aber egal. Solarstrahl! Da ist Depp drauf. Oh, ja gut, immerhin die Hälfte. Nein! Ich hasse Donnerwelle. Ich hasse es, wenn mein Pokémon paralysiert ist. I hate Magneton. I hate Donnerblitz. Thunderbolt, genau, Thunderbolt. Nein, haben wir eine Top-Genesung? Oh Gott, Top-Genesung, haben wir eine Top-Genesung? Top-Genesung? Nein, okay, ich wechsle. Probius muss trainiert werden, das heißt, Nidertom. Genau, ich setze mal Nidertom ein. Magneton hat bestimmt ein... Ach scheiße, wir können es nicht angreifen. Magneton ist ein Stahl-Pokémon und damit auch immun gegen Gift. Weil mit Stahl werden wahrscheinlich die Roboter gemeint und Roboter können nicht vergiftet werden. Ist logisch, ne? Es kann höchstens ein bisschen das Metall, ja, ein bisschen durchsäuren, wenn es ätzend vergiftet ist. Allerdings glaube ich das gar nicht, dass es sogar Stahl verätzen kann. Keine Ahnung, ich bin kein Chemiker. Da müsst ihr einen Chemiker fragen. Und vierfach effektiv. Boden gegen Stahl und Elektro. Und ich glaube, den hätten wir erledigt. Oh, Absol-Level ganz schön. Ich glaube, ich sollte mal den EP-Teil ein anderes Pokémon geben. Oh, du bist ihrer würdig. Ich meine, wir haben schon fast ein Pokémon Level 40. Level 40, Leute. Oh mein Gott. Oje, 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 oje. Hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Nein, hier waren wir noch nicht. Sei nicht zu erfreut. Wenn deine Pokémon Psychokräfte entwickeln, du musst die Kräfte modellieren, um sie sinnvoll einsetzen zu können. Ich muss noch Hausaufgaben machen, ich kann heute nicht so viel aufnehmen. Das Rendern dauert ja auch noch seine Zeit. Na gut, zwei Pokémon.
Ich weiß nicht, sind wir hier mit Ninatom? Ich teste mal wieder ein Schutzschild, um zu schauen, ob er was dagegen hat. Seher wäre, glaube ich, eine Option. Er schützt sich auch. Toll, zwei Pokémon, die sich schützen. Na gut, dann... Okay, Genesung hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Denn das Gift wird sogar seine Genesung unschädlich machen und ihn weiter und... Nein! Synchro! Scheiße, ich hasse Synchro! Scheiß Synchro geht mir auf die Nerven, Synchro geht mir auf die Nerven, Nerven, okay. Ich tue jetzt nicht mehr taktieren, wobei einmal Schwertanz mache ich und dann ab in den Angriff und Rache für mein Ninjatron, das du mit Synchro erledigt hast. Ach, der hat ja gar nichts gemacht. Na gut, dann nutze ich die Gelegenheit und setze Schwertanz ein zweites Mal ein. Ja gut, er setzt nochmal Genesung ein. Kann ruhig von mir aus die ganze Zeit machen. Ich meine, das Gift wird immer stärker und zieht ihm immer wieder mehr ab. Das kann man nicht auf Dauer mit Genesung heilen. Die einzige Lösung, wie man Gift mit einer Erholungsattacke heilen könnte, wäre Erholung. Allerdings würde das Pokémon dann schlafen, aber wenn man eine blaue Flöte hat, so wie wir, dann ist es kein großes Problem. Ich glaube, der scheint nur Genesung einsetzen zu wollen. Das heißt, ich setze einfach mal Doppelteam ein und warte, bis das Gift ihn zerfressen hat. Wollte ich auch schon mal sehen, dass jemand mal seine KP komplett durch Toxin verloren hat. So, Gift, zerfress ihn. Das ist die Rache von Ninjatom. Das ist der Fluch des Ninjatoms. Du hast ihn gekillt und jetzt bist du vergiftet und dieses Gift wird dich schließlich töten. Das wäre eigentlich noch geil, wenn Ninjatom fluchen könnte. Dann würde ich sich selbst killen und den Gegner gleichzeitig verfluchen. Das wäre allerdings eine eher idiotische Taktik. Und auf Dauer kann ich das mit Erholung nicht einsetzen. Das Gift wird immer stärker. Es zieht schon fast mehr als die Hälfte ab. Ach, wie ich es hasse, wenn die Pokémon immer Erholung einsetzen, weil sie meinen, die würden dadurch ihren Untergang ein bisschen herauszögern. Aber nicht mit Toxin. Mit Toxin sind diese Probleme Vergangenheit. Holen Sie sich Toxin. Je nach für Edition Sie haben. In der ersten kriegt man sie von Koga. In der zweiten kriegt man sie von Kogas Tochter. Lamina heißt sie, glaube ich. In der dritten kriegen wir die im... Ja, ich hab's vergessen. Warum wir den Toxin her? Keine Ahnung. Ich hab's vergessen, wo wir Toxin her haben. Das gibt's doch nicht. In der vierten... Keine Ahnung. In der vierten kenne ich mich nicht aus. Und in der fünften kenne ich mich auch nicht so richtig hundertprozentig aus, wo man die Themen findet. Ich kenne mich nur in der ersten bis zur dritten Generation wirklich gut aus. Auf der vierten ist es eher... Ja... Schlecht. Von mich... Ja, in der 15 kenne ich mich auch ein bisschen aus, aber am wenigsten kenne ich mich in der 4. aus. Oh, Lunastein. Ach, wie nett. Alvaros. Ist zwar ein Gesteins-Pokémon, aber egal, wir haben unseren Angriffswert erhöht. Pff, Hypnose. Hypnose ist eh schon so ungenau, außerdem haben wir jetzt mehrmals Doppelteam eingesetzt. Wie soll Hypnose dann da noch treffen? Gut, Lunastein hätten wir erledigt, ebenso diese Psycho-Tante. Die Route ist größer als ich dachte. Ah, hier waren wir. Genau. Sind hier oben vielleicht noch ein paar Trainer? Ah, hier ist ein Item. Ich glaube, ich mache noch schnell die Mühe und hole mir diese Items. Natürlich mit Speeds. Und dann haben wir es hinter uns. Das ist so ziemlich die nervigste Route ever. Neben den Wasserrouten. Aber die nervigste Landroute ever, würde ich sagen. Die anderen Routen sind völlig in Ordnung. Aber diese Route ist wirklich kacke. Diese Landroute. Ach, ich hätte noch Zerschneider mitnehmen können. Ach, egal, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, sagte ich. Scheiß Mirapla. So. Ach, jetzt nicht ins Gras. Nicht ins Gras beißen. Jetzt verstehe ich den Begriff ins Gras beißen. Den haben die Römer erfunden, wo sie noch
vor 100 Jahren Pokémon erfunden. Danke, haben. Pokémon wurde nämlich in Wirklichkeit von den Römern erfunden. Von Julius Caesar, der hat es immer gespielt, der war noch ein größerer Suchtier als ich. Ach, komm schon. Myraplan, nervt nichts. Ich möchte nur dieses Item hier haben. Und dann ist es wahrscheinlich ein Müll, wie zum Beispiel ein Pokéball oder sowas. Oder ein Brief, genau. Das wäre es jetzt, wenn es ein Brief wäre. Calcium, okay, Calcium ist cool. Ach, wir haben schon 40 Minuten. Na gut, wir haben ja lange nicht mehr so einen langen Part gemacht, ne? Und ich muss noch Hausaufgaben machen. Ach, egal, komm. Hausaufgaben kann ich später auch noch machen. Schau ich an, wenn mehr und mehr läuft, nämlich in einer halben Stunde. Was braucht denn ein Spezialangriff? Also Absol schon mal nicht. Absol spielt auf Angriff Tropius. Tropius spielt auf Solarstrahl. Und auf Synthese später auch noch. Und jetzt fliege ich wieder zurück nach Sega Sub City. Ich würde sagen, wir haben diese Route gut erkundet. Also auf diese Zerschneiderstelle, wo es nach rechts geht, aber die ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Wahrscheinlich gibt es da nur ein paar Müll-Items, die keine Sau braucht. Nein, ich will zum Pyroberg und dieses... Natürlich, lass mich halt fliehen, danke. Lass mich in Ruhe, danke. So, und jetzt Pyroberg. Im nächsten Part natürlich. Wobei, im nächsten Part müssen wir eigentlich noch schauen, wie es unserem Bären geht. Aber das können wir ja auch noch machen, nachdem wir im nächsten Part die Bären, den Pyroberg erledigt haben. Quasi am Schluss dann eben. Lasst mich fliehen, den nervigen Scheiß-Wasser-Pokémon. Ah, okay. Ich tue noch die Pokémon schnell verwalten. So viel Zeit muss sein. Dann können wir im nächsten Part gleich loslegen. Welches Pokémon trägt denn den EP-Teiler? Okay, Ninja Tom trägt das Münzamulett. Dann tausche ich einfach mal die Items. Dann kriegt jetzt Ninja Tom den EP-Teiler. Muss ja auch irgendwann mal die Attacke im Nachspiel erlernen, die nämlich auch saugeil ist. Und jetzt geben wir Absol das Münzamulett. Wir könnten ihnen auch das Schattenglas geben, aber Absol kann ja keine Unlichtattacken, er kann ja nur eine Flugattacke. Wir könnten ihnen eigentlich auch eine Flinkklappe geben, denn dann würde er als erstes angreifen und eine Attacke, die Vogelattacken verstärkt. Der hätte es quasi ein bisschen Step drauf. Aber ich glaube, so müsste es passen. Wir haben ja noch kein Pokémon, kein Item, das Flugattacken verstärkt. Ich setze Tropius an erster Stelle, weil Ninja Tom so riskant ist, mit dem anzutreten. Und jetzt beende ich einfach mal die Parts. Jetzt haben wir fast eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Ist ja auch schon mal was. Ja, dann bis zum nächsten Part, ne? Pyroberg und Bären abernten, wenn wir Glück haben. Also, ciao, Leute!